Denn siehe, des Herrn Tag kommt grausam, zornig, grimmig, das Land zu verstören und die Sünder daraus zu vertilgen. Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell. Die Sonne geht finster auf und der Mond scheint dunkel. Am 12. Dezember 2023 wird der Orion, das hellste Sternbild am Nachthimmel, nicht mit seiner gesamten Helligkeit leuchten. Der rote Riesenstern Betelgeuse in der rechten Hand Orions wird für kurze Zeit vom Asteroiden 319 Leona bedeckt sein. Dies ist eine der Möglichkeiten, wie das Himmelszelt die Zeit für den großen Tag des Herrn anzeigt. Im Sternbild Orion sehen wir eine Abbildung der Wunden Jesu als das Lamm, das geschlachtet worden ist und das durch sein Opfer das Vorrecht erhielt, König der Könige und Herr der Herren zu sein. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Throne saß, ein Buch, beschrieben inwendig und auswendig, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen: Komm und sieh. Die Alpha- und Omega-Signatur des Herrn im Zeichen des Menschensohnes bestätigt Jesu neuen Namen durch einen Stern, Alnitak von Orion, was der Verwundete bedeutet. Er allein ist würdig, das Buch zu öffnen. Nach dem Muster der Eroberung von Jericho werden die 7 Siegel der Offenbarung die bedeutsamen Entwicklungsereignisse der christlichen Geschichte beschrieben als 7 Märsche bzw. Siegel, am 7. Tag wiederholt, eine 168-jährige Zeitperiode, gemessen mit der Orion-Uhr, die während des gesamten Gerichtszyklus bis zu unserer Generation tickte und im Jahr 2014 endete. Die 4 Außensterne stehen für die endzeitliche Anwendung der 4 apokalyptischen Reiter aus Offenbarung 6. Weitere Details zu dieser prophetischen Erfüllung sind in der Präsentation Die Orion-Botschaft für Gottes Volk auf der Webseite letztercountdown.org zu finden. Das 5. Siegel spricht von den Seelen unter dem Altar, jene, die als Märtyrer ihr Blut gegeben haben. Diese stellen sinnbildlich am Ende des Orion-Gerichtszyklus im Jahr 2014 eine Frage. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, welche geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet sein würden, die ebenso wie sie getötet werden würden. Es hatte eine Zeit des Wartens begonnen, bis die Zahl der Märtyrer erfüllt sein würde. Im Artikel Der treue und wahrhaftige Zeuge wird erläutert, wie der Orion im Zeichen des Menschensohnes ins Rampenlicht gerückt wird, indem Komet K2 auf seiner Bahn in das Sternbild eintritt und als Uhrzeiger dient, um einen letzten Orionzyklus von 168 Tagen vom 13. Dezember 2023 bis zum 28. Mai 2024
anzuzeigen. Während dieser Zeit, in der wir die Entfaltung des sechsten Siegels aus Offenbarung 6 erwarten, werden die Menschen erkennen, dass die Zeit des Zornes Gottes gekommen ist. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Winde, seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen? Der rechte Arm des Herrn, der durch den Stern Betelgeuse repräsentiert wird, bedeutet, dass die Tage des Posaunens des siebten Engels beginnen werden, gemäß dem Schwur des Engels in Offenbarung 10, der mit den folgenden Worten endet: Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein, wie er seinen eigenen Knechten, den Propheten, die frohe Botschaft verkündigt hat. Der Herr lässt uns nicht in der Finsternis, damit der Tag des Herrn nicht unversehens über uns hereinbricht. Das in 1. Thessalonicher 5 prophezeite plötzliche Verderben ist vielleicht schon absehbar, denn der UN-Generalsekretär hat sich am 6. Dezember auf Artikel 99 der UN-Charta berufen. Der Artikel 99 lautet: Der Generalsekretär kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf jede Angelegenheit lenken, die nach seinem Dafürhalten geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu gefährden. Wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über Sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und Sie werden nicht entfliehen. Alle, die zur Offenbarung des Zeichen des Menschensohnes aufblicken, empfangen das Licht der Erkenntnis und werden nicht von der bevorstehenden Verderbnis der Welt überrascht, wenn der Herr sich während der letzten Ernte, die sich gerade jetzt vollzieht, offenbart. Es ist höchste Zeit, das anzunehmen, was der Herr offenbart hat, und zu erlauben, dass sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben wird, um für sein Königreich und seine Wege inmitten des Aufruhrs auf der Erde Zeugnis abzulegen, während Michael sich erhebt und eine Zeit der Trübsal, wie sie noch nie gewesen ist, beginnt. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Es ist an der Zeit, der siebten Posaune einen gewissen Warnton zu geben, damit alle Kinder Gottes darauf vorbereitet sind. Die im sechsten Siegel gestellte Frage »Und wer kann bestehen?« positiv zu beantworten. Möge das Licht der Erkenntnis, das vom Zeichen des Menschensohnes ausgeht, die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erleuchten, so wie es prophezeit wurde, und unsere Schritte in dieser Zeit leiten.
Nach diesem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herniederkommen, welcher große Gewalt hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Wirst du im Glauben aufschauen und den Herrn preisen, indem du seine Souveränität und Macht als den kommenden König, der durch seine himmlische Uhren angekündigt wird, anerkennst? Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seiner Hände Werk. Wir laden dich ein, unseren Telegram-Chat beizutreten und den Alnitag-Newsletter zu abonnieren, damit du über die Veröffentlichungen unserer wöchentlichen spirituellen Lektionen, die sich aus dem Zeichen des Menschensohnes ableiten, benachrichtigt wirst, sowie auch unseren Alnitag-Chat, in dem wir bedeutsame Updates hinsichtlich prophetischer Erfüllungen im Zusammenhang mit aktuellen Nachrichten teilen.